Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 15. Juli. Ich grüße Sie hier am Freitag und wie Sie natürlich schon mitbekommen haben, ist natürlich wieder was Dramatisches in Frankreich passiert. Natürlich in Anführungszeichen, aber es traf Frankreich hier schon mehrfach und das ist sehr, sehr unschön. Wir bei JFD Brokers haben hier ein Stück weit Anteilnahme im Sinne dessen, dass wir unser Logo heute auf der Startseite in den Farben Frankreichs gedrängt haben, um hier ein Stück weit Support zu liefern. Man will hoffen, dass das Ganze mal ein Ende findet und hier sozusagen definitiv nicht weiter eskaliert. Also dramatisch, was da abläuft und wir wollen nur hoffen, dass das letztlich hier irgendwann mal endet und alles wieder so sein soll, dass der Frieden einkehrt. Was wir heute machen, ist natürlich auch trotz dessen auf den Markt zu schauen und da gehen wir mal schön weit weg aus dem europäischen Raum und wir wollen hierbei nämlich vielmehr den Australdollar heute mal gegenüber dem japanischen Yen in den Fokus nehmen. Und zwar mit ausgereizter Erholung. Die große Kernfrage oder die wesentliche Frage, die sich hier umtreibt, Punkt ist nämlich der, wir haben beim Australdollar gegenüber dem japanischen Yen unlängst eine Erholungsbewegung erwartet, die auch hier sehr dynamisch Einzug hielt. Wir schauen mal hier auf den Tageschart. Es gab hier nochmal einen Rückläufer oder einen Rücksetzer in dem Bereich knapp 75 Yen, hier eine starke Supportzone und im Anschluss dessen ging es hier radikal stark nach oben und es wurde sogar hier, ja, oder es wurden vielmehr diese Fibonacci-Levels, die hier den extremen Anstiegspunkt darstellen, also über dem 61,8er hinaus, hier im Bereich des 80-prozentigen Fibonacci-Levels zwischen 76,4, 78,6 eben. Diese Horizontal-Widerstandszone deckt sich auch genau mit diesem Level. Und über dieses Level ist der Australdollar gegenüber dem japanischen Yen gestern schon rausgeschossen, heute auch. Und wir hatten damals skizziert, dass der Markt in diesem Bereich eine mögliche Erschöpfung erfahren könnte. Jetzt ist er natürlich ein Stück weit drüber rausgeschossen. Dennoch das komplette Risiko, was hier praktisch im Falle eines Short-Engagements in diesem Bereich entstanden wäre, ist noch nicht ausgereizt. Insbesondere eben, wenn es unterhalb des Hochs hier vom 23.06. bleibt, das war 81,58 rund. Unterhalb dessen bleibt hier die Gefahr, dass das Währungspaar durchaus jetzt nochmals wieder nach Süden abkippt. Das muss man ganz klar so sehen. Interessant wird es eben sein, wie es sich jetzt hier oberhalb von 80 Yen verhält. Also aktuell ein Short-Engagement zu wagen mit dem Stopp hier knapp über dem Hoch vom 23.06. ist natürlich unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten sehr, sehr interessant. Aber das Setup selber ist hier einfach aktuell noch zu bullisch, als dass man sagen könnte, jetzt lohnt es sich hier schon einen Short zu laden. Vielmehr wäre es interessant, wenn wir unter die 80-Yen-Marke nochmal zurückfallen würden. Schrägstrich auch hier insbesondere die Kerze vom 14. und 13. Juli nach unten aufbrechen. Wenn das geschehen sollte, dann hätte man hier mit erhöhter Wahrscheinlichkeit ein besseres Setup, was dafür sprechen würde, dass wir dann auf jeden Fall hier in diese Short Chance eintauchen und mehr oder weniger hier sozusagen den ja, Verfall gen Süden wieder aufnehmen. Also praktisch eine Yen-Stärke und eine Australdollar-Schwäche würde dann hier gut ins Bild passen. Das aber allerdings meines Erachtens erst, wenn wir hier nochmal unter 80 Yen zurückfallen. Ansonsten das bullische Momentum hier eben sehr, sehr stark und die Gefahr, dass wenn wir hier über 81,58 rausgehen, weiter ansteigen, um dann eben hier Regionen im Bereich von 84, 85, 86 Yen anzusteuern, ist gegeben. Das darf man nicht vernachlässigen und insofern hier aktuell in jedem Fall einen Blick wert, um eben zu schauen, wie die Reise jetzt hier weitergeht. Also nochmal, hier gab es jetzt nicht wirklich den Impuls. Gut, die Kerze hier vom 13.07. hätte hier schon Anlass sein können. Hey, nach diesem starken Momentum gleich mal Short, weil hier gescheitert. Tags drauf ging es aber wieder rüber. Insofern noch nicht klare Signalbestätigungen. Aber wenn wir hier zum Beispiel, das will ich jetzt gleich mal ergänzen, tun, den RSI zum Beispiel dazu ziehen als Oszillator, dabei wird es dann schon interessant, wenn wir hier mögliche Divergenzen sehen. Momentum ist auch noch positiv, deswegen hier erstmal Ruhe bewahren. Aber wir schauen uns mal den RSI an. So, wenn der jetzt hier in den nächsten Tagen eben Divergenzen bildet, soll heißen, der Preis versucht sich hier, also kommt ein Stück weit zurück, pendelt über der 80-Yen-Marke, kommt wieder ein Stück hoch, macht aber tiefere, also besser gesagt höhere Spikes nach oben. Der Indikator selbst aber kippt schon nach unten bzw. bildet keine höheren Hochs aus, sondern macht eben tiefere Hochs, insofern, dass man dann praktisch hier
eine Divergenz ableiten kann, könnte, dann ist das auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit, hier durchaus dann auf ein Short-Engagement zu setzen. Aber Sie sehen selber, der RSI steht aktuell bei 63, im Bereich von 70 bis 75 wäre er erst überkauft. Das heißt, das Momentum kann hier definitiv weiter nach oben gehen und das würde dann natürlich hier diesen grauen Pfeil, den grauen Szenario-Pfeil auf jeden Fall begünstigen. Warum ich noch auf der Short-Seite zu finden bin, ist der Punkt der Saisonalität. Wir haben hier vor uns liegend erstmal eine leichte Schwächephase, vielleicht noch ein kleiner Dip, aber dann im August geht es hier radikal runter. Und das könnte, wie gesagt, während der nächsten Tage auch schon dann so eine Art Vorbote sein. Deswegen der Australdollar gegenüber dem japanischen Yen auf jeden Fall interessant, wenn es wieder zu einer Schwäche kommen sollte, die aktuell noch nicht absehbar ist. Sicher kommen wir aktuell von den Hochs zurück, aber hier fehlt es einfach noch, um auf Swing-Trading-Basis wirklich zu sagen, das ist hier ein Short-Engagement. Mal abwarten, wie er sich, wie gesagt, hier in diesem Bereich verhält. Wenn er es nicht deutlich schafft, über 81, 58 rauszuziehen, um sich dann hier sozusagen zu etablieren, dann denke ich, sind die Chancen ganz gut, dass es in den nächsten Tagen, Schrägstrich Wochen, dann doch wieder gerade mit Blick auf die Saisonalität stärker gen Süden gehen könnte. Unlängst hatten wir auch hier im Stream meinerseits den Rainbow schon mal im Intraday-Chart. Da sehen wir auch oder haben wir gesehen, dass dass das Momentum sehr, sehr positiv war. Und ja, hier konnte man auch tatsächlich mit einem Long Trade schön einsteigen. Und es ging ja auch, wie gesagt, weiter nach oben. Aber jetzt wird die Luft eben zusehends dünner und da muss man eben aufpassen unter Swing-Trading-Gesichtspunkten, ob der Markt jetzt hier nicht langsam doch wieder nach unten dreht. Also, Australdollar-Yen auf jeden Fall ein Blick wert. Hier definitiv im Auge behalten, um sozusagen eine mögliche Swing-Chance zu erhaschen. Ansonsten heute Nachmittag 14 Uhr das Webinar in Sachen Money Management schauen wir uns da ein Stück weit an und gehen auch auf die DAX-Mini-Produkte ein. Wenn Sie mögen, können Sie sich dafür noch registrieren. 14 Uhr geht's los. Ein Stündchen werden wir machen. Da sind Sie ganz herzlich eingeladen zu. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Wir wollen hoffen, wie gesagt, im Sinne der Anteilnahme an Frankreich, dass das alles noch ein gutes Ende nimmt, dahingehend, dass es langsam mal aufhört mit diesen Attacken, mit diesen unnötigen Attacken. Und insofern verabschiede ich mich, wünsche Ihnen ein ruhiges, entspanntes Wochenende und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören zum Devisenradar. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.